Ja, liebe Rasenfreaks, das ist unser Sandbunker und ich habe jetzt spontan eine coole Idee. Und zwar, ich hatte immer mal geplant, in diesem Bunker wie so einen japanischen Zen-Garten zu gestalten. So richtige japanische Zen-Gärten, wie auch immer das jetzt ausspricht. Und die haben eine etwas andere Struktur noch, die haben so eine ganz besondere Hake. Und ich baue mir jetzt auch so eine Hake und dann hake ich diesen Sand wie die Japaner. Viel Spaß dabei! Yeah! Die machen sich auch so ganz einfache, primitive Bretter mit so groben Zinken. Und dann stehen so ganz tiefe Rillen. Und sowas will ich auch machen und da soll ich mir so ein Hakenbrett angezeichnet und das sehe ich jetzt noch aus und dann besorge ich mir noch einen Stiel und dann schauen wir mal, ob dieser Sandbunker noch einen ganz anderen Charakter kriegt. Das ist bald genug. Ja, das ist gut. Das ist cool. Perfekt. Cool. Sehr schön. Cool. Der untergehende Sonne testet der Rasenfreak die Zen-Hake. Geil. Zen-Hake. Morgen, liebe Rasenfreaks,
Ich habe mein Zen-Rechen noch ein bisschen gekürzt zeitlich, weil er war ein bisschen zu breit. Und jetzt habe ich gestern schon hier so eine richtig schöne Harkung vorgenommen. Und heute machen wir was Neues. Was machst du denn jetzt? Säge ich dir nochmal ab hier. Sehr schön. So, liebe Rasenfreaks, das war's auch schon wieder mit dem kleinen Video zum Thema Sandbunker und Zen-Rechen. Warum nicht? Ist eine coole Sache. Also ein Sandbunker ist auch einfach ein schickes Element im Garten. Ich habe da so einen relativ groben Quarzsand mir gekauft. Das war eigentlich so der Rest von der Quarzsandverarbeitung. Das sind so diese groben Steine bis so, ja, so 5 mm. Korngröße, lässt sich wunderbar rächen. Sieht toll aus. Gibt eine tolle Struktur in so einem Bunker mit so einer groben Hake. Kann man da ganz witzige Sachen mitmachen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video, euer Rasenfreak. Tschüss! Freaks, ich ändere das nochmal.